YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit einem kleinen Japan-Erlebnisse-Video. Klein wird es wahrscheinlich deswegen sein, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, das Ganze hier wahrzunehmen. Und zwar findet heute scheinbar hier in Nagoya, ich habe auch noch von anderen Austauschstudenten, Deutschen, von gehört, die auch in einem Yosakoi-Club sind, dass wohl hier heute ein Yosakoi-Tanz oder Bon-Odori-Tanzfestival hier in Nagoya stattfindet. Und ich bin eigentlich aus ganz anderen Gründen heute in Nagoya. Ich habe mich mit zwei japanischen Freundinnen getroffen und mich von ihnen verabschiedet, weil es das letzte Mal die Chance jetzt ist, sich hier zu sehen, während ich noch in Japan bin. Dann habe ich noch gleich ein Shinkansen-Ticket gekauft für den 7. September, wenn ich Zug verlasse und nach Tokio aufmache, weil da muss ich dann die etwas teureren Varianten nehmen, wenn man mit zwei Koffern im ganzen Gepäck unterwegs ist und dann möglichst einigermaßen schnell und schnell und praktischer von dem Transport her wegzukommen. Und naja, dann habe ich außerdem heute noch vor, wo ich sowieso in Nagoya noch bin, einen Kinofilm, einen Anime-Kinofilm zu sehen, Kimi no Koyo Toda Ketai, welcher vorgestern in die Kinos gekommen ist, aber leider nicht in der Mie-Präfektur. Also in keinem einzigen Kino irgendwo in der Mie-Präfektur findet der statt. Deswegen wollte ich das gleich mit dem heutigen Besuch von den beiden Freundinnen hier in Nagoya verbinden. Und ja, jetzt ist eben auch noch dieses Yosakoi-Tanzfestival hier reingerutscht, wo da ganz aktiv gerade auf der linken Seite eine taiwanesische Yosakoi-Gruppe ist. Die ersten Clips, die ich aufgenommen habe, sind auch von der und von einer anderen Gruppe, die noch ein bisschen weiter vorne ist. Deswegen, ich werde noch mal ein paar kleine Brücke einfangen, werde dann aber nicht allzu lange können, weil ich mich dann zum gewissen Zeitpunkt aufmachen muss Richtung des Kinos, wo ich dann heute den Kinofilm, also hier in Nagoya, mir anschauen werde. Ich werde vielleicht mal hier ein bisschen die Straße runtergehen, weil ich sowieso einmal kurz zu einem Park weiter hier unten hin wollte. Und mal gucken, vielleicht ein paar von den Yosakoi-Gruppen, die jetzt hier die Straße weiterhin auf dem Weg nach oben sind, wo jetzt zwei Gruppen uns gerade wieder entgegenkommen. Noch mal ein paar Sachen abfilmen, ein paar kleine Eindrücke von Yosakoi geben. So ihr euch Yosakoi eventuell auch als in Anime-Form mal anschauen und ein bisschen was erfahren wollt von dem Ganzen. Gibt's auch einen guten Anime, irgendwas Hanama Yatta oder so heißt er. Ich krieg den Namen immer nicht ganz genau zusammen. Ich werde es auch eingeblendet haben oder vielleicht unten in der Videobeschreibung mit geschrieben haben. Das war auch meine erste Berührung mit Yosakoi, mit dem Tanz, wenn man so möchte, der Anime gewesen. Und ich fand ihn sehr, sehr, sehr niedlich gemacht. Deswegen, ja. Ich werde mal in den nächsten Clip schauen. Viel Spaß mit den kleinen Eindrücken vom Yosakoi-Tanz im Folgenden, von dem ich so einfangen kann. Und ja, ich werde mich wahrscheinlich gar nicht mehr mündlich melden, dann aus Zeitengpässen her. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal, Matane, bis zum nächsten Mal, melde mich mündlich hier ab und viel Spaß mit den Yosakoi-Eindrücken im Folgenden.
des Festes, Welcome to Do Matsuri, Nippon Do Mannaka Matsuri. Weiß nicht genau, was das Do dann bedeuten soll, da haben wir es auf jeden Fall. Das Do Matsuri. Do Mannaka. Kann sein, dass hier eventuell schon vorbei ist, weil bauen sie jetzt hier schon ab, machen sie die Straßen wieder auf oder wie? Sieht so aus. Ich glaube, das ist tatsächlich die letzte Gruppe gewesen. Da hinten fährt die auf der Kreuzung schon wieder Autos und hier fangen sie an abzubauen. Tja, schade. Das war dann wahrscheinlich ein sehr kurzes Video, aber trotzdem einen Einblick, den ich euch dann nicht vorenthalten möchte. Ja, in einer guten Stunde beginnt der Kinofilm und ich laufe noch 20 Minuten von hier bis dorthin. Und da ich rechtzeitig hin will, weil der Film gratis in die Kinos ist und ich dann nicht in den zu ausverkauften Kinosaal sitzen will oder kein Ticket mehr habe und einen einigermaßen guten Platz will, will ich auch ein bisschen früher schon da sein. Deswegen, ja, das so ein absoluter Mini-Eindruck hier von dem Do Matsuri, welches hier in Sakai Richtung Fushimi hin, also ein bisschen entfernt von der Nagoya Station, stattgefunden hat, in der Nähe von dem Oasis 21, wo auch der World Cosplay Summit war und dergleichen. Deswegen, ja, hoffe ich, hatte ein bisschen Spaß mit dem Ganzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe auch, ja, ich glaube, das habe ich noch gar nicht hochgeladen, aber zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier online ist, dürfte es mittlerweile online sein. Und zwar hat nämlich auch die Miel-Universität ganz, ganz viele Yosakoi-Gruppen. Auch da hinten finden übrigens ein paar Konzerte und gehen wir einfach mal dahin. Ein bisschen Zeit habe ich noch, weil da tanzt auch gerade irgendeine Gruppe. In den Parks, die dann von Sakai, von Oasis 21 südlich wegführen, da waren auch in einem Zwischenpark hier einige Bühnen aufgebaut, wo man zum Teil mit Tickets und dergleichen rein konnte. Einiges kann man kostenlos mit anschauen. Das da scheint auf einer vielleicht kostenlosen Bühne stattzufinden, wenn man es von hier beobachten kann. Die Yosakoi-Gruppe, die da gerade tanzt. Ich glaube, der Bereich, der ist abgesperrt, da kommt man nur mit Tickets rein. Deswegen kann ich nur versuchen, hier von der Ferne mal einen kleinen Eindruck einzufangen. Finde ich mich gerade hinter der Bühne, wieder so ein klein bisschen im Park runter. Da oben ist die Bühne. Wir stehen schon entweder weitere Yosakoi-Gruppen oder dergleichen breit aufgereiht hier in Richtung Bühne. Vielleicht sind die als nächstes dran oder vielleicht, ich glaube nicht, dass die hier noch tanzen, weil dafür ist das hier, glaube ich, nicht zurecht gemacht. Ja, man sieht zumindest die Kostüme hier von den Yosakoi-Gruppen, die hier heute tanzen. Und für diejenigen, die sich nicht die teuren Tickets bei der Bühne leisten können, von den wenigen, für diejenigen gibt es dann auch hier solche freien Plätze, wo sie andere Mini-Bühnen aufgebaut haben mit Bildschirmen, wo dann die Hauptbühne übertragen wird. Im Chat von den Austauschstudenten bei uns gelesen, dass die Tickets für die Hauptbühne irgendwie bis zu 5.000 Yen oder 3.000 Yen, ich weiß es nicht genau, kosteten, also schon ein paar Dutzend Euro, nennen wir es, fassen das mal so zusammen. Ja, und hier ist eine von, das ist jetzt schon der zweite, den ich sehe, ich glaube, da gibt es schon noch ein paar mehr, eben in diesen Parkflächen hier, die sich dann durch ganz Sakai ziehen und vom Oso Kanon Tempel bis Oasis 21 hoch.
wie kann man sich das sagen, ganz dann also eben auch zu Gemüte führen, wenn man es auch nicht von der Bühne ja, direkt hier hinter mir miterleben kann. Ja, und viele Josapoi-Gruppen, die schon fertig sind, also dergleichen, wenn wir noch bald dran sind, laufen hier viele Einzelpersonen herum. Ja, ich finde Josapoi eine sehr schöne energetische Tanzform, die ja eben moderne und Klassik-Tradition miteinander verbinden soll und eigentlich immer für gute Stimmung sorgt. Deswegen, ich werde jetzt weiter hier ein bisschen Richtung Süden gehen, an dieser kleinen Teilbühne hier vorbei. Und wir sagen, ich denke mal, das reicht dann schon. Ich glaube, mehr kommt da unten auch nicht, wenn ich das richtig sehe. Deswegen hoffe ich, dass dieser kleine Eindruck jetzt hat euch hier gefallen. Zweiter Versuch. Bedanke mich fürs Zuschauen bis hierher und sage dann an dieser Stelle jetzt hier wirklich Mapane. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gerade eine Gruppe beim Üben. Hier beim Science Museum. Und scheinbar aus Osaka, da sie Osaka rufen. Cool. Hat man sowas auch mal gesehen. So, jetzt aber wirklich ab zum Kino.